Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind im 30-jährigen Jurassic Park Jubiläum unterwegs und wir versuchen hier, den Jurassic Park besser zu bauen wie John Hammond. Und wir haben eine Parkbewertung von fast 4,5 Sterne. Wir verdienen 600.000 pro Minute. Ja, dementsprechend haben wir 41, fast 42 Millionen auf Tasche. Und ich glaube, der Laden läuft. Also die Investoren sind sehr begeistert. Würde mich sehr wundern, wenn was anderes behauptet wird, aber ja. Guck dir mal diesen Besucherstrom hier an. Das geht ja gar nicht. Ist ja absolut unfassbar. So viele Menschen. Ja. Was machen wir hier am besten? Die sind voll dabei und haben Spaß hier, oder? Hier ist alles okay. Hier ist nichts zu sehen. Warte mal, hier ist doch... Okay. Hier kommt ihr aber klar, oder? Können wir hier so ein cooles Schild hinstellen? Schilder. Brachiosaurus? Nein. Pflanzenfressergehege. Jawohl. Ponk. Gallimimus haben wir auch noch gar nicht, ne? Brachiosaurus brauchen wir noch, Gallimimus, Parasaurolophus haben wir. Ja. Ist das ein Jurassic Park Schild? Zeig mal. Sieht ja voll cool aus. So was müssten wir hier vielleicht noch am Wegrand irgendwo hinstellen, oder? So ein paar Fahnen, ein paar Flaggendinger. Den können wir auch mitten auf dem Weg bauen, das ist ja cool. Wir müssen den Weg hier bügeln, glaube ich. Oh ja. Dass die sich hier nicht alle kaputte Fußgelenke holen, wenn sie schräg am Hang latschen. So, guck mal, da freuen sich doch alle. Wenn der Weg ein bisschen mehr geradigt wird hier. Gut, dann wollen wir uns heute mal... Warte mal, haben wir hier noch was in der Mache? Nö. Ist hier was drinne? Fossilien ansehen? Nein. Wollen wir weitere Dinos erforschen? Unbedingt. Ich hätte gerne den. Wir machen den hier. 1 und 4. So. Und 2 und 9? Zwölf? Warte mal, da kriegen wir doch nicht mehr hin, oder? 9? Okay, doch. Na, mach mal. Erforsche! Geht ja relativ schnell. Guck mal, die sind alle in einer Minute, knapp, naja, anderthalb bis drei Minuten. Gallimimus, guck mal da. Was ist denn das hier? Fleisch? Oviraptor. Der ist ja lustig. Fleisch und was salatmäßig. Ein Raptor. Olorotitan. Okay. Das war fliegend. Für ein Vogelkäfig. Raptor Gallimimus. Hier waren wir schon mal. Ja. Sag mal, ich muss da noch woanders Gallimimus geben, oder? Compsognathus. Compsognathus. Iguanodon. Iguanodon. Baryonyx? Guck mal da. Baryonyx wäre auch geil. Cerato. Nigasaurus. Kento. Der ist auch was Fliegendes.
Ha, ich wäre für Velociraptor oder Gallimimus. Warte mal, Gallimimus muss es doch auch hier drüben geben, oder? Gibt es hier keine Suchfunktion? Filter. Suchen. Wissenschaftlichkeiten. Zeitflexion, Wissenschaftlerfähigkeit. Ja. Ist hier kein Gallimimus? Ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht. Nee, ne? Na, dann müssen wir hier hin. Hilft ja alles nicht. Machen wir mal. Was brauchen wir hier? Fünf. Nicht mal los. Dann holen wir wenigstens ein paar Knochen ran. Ist okay. Wir sollten den Vogelkäfig ausbauen. Gebäude. Wir nehmen alle. Gehege. Was ist das hier? Aviarium Brutstätte. Macht das einen Unterschied? Ist egal welche, oder? Die ist optisch eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, die sind alle optisch ganz cool. Ist egal. Wir können auch die hier nehmen. Die können wir noch hier hinten packen. Ich glaube, hier ist ganz cool. Dann lassen wir die hier raus. So. Dann brauchen wir eine Aviarium. Ist nicht erforscht. Das ist Käse. Aber die Dinger haben wir. Dann können wir hier in die großen Gehege so eine Türme stellen und dann können die Leute da rein und raus. Ist ja nicht so doof. Machen wir mal so. Was ist denn das? Warte mal. Dann können die hier auf dem Berg mit rauf. Okay. Dann brauchen die aber irgendwo noch einen Zugangspunkt, oder? Wie war denn das nochmal? Oh, wie sind denn die da nochmal reingekommen? Wisst ihr, Inna? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, höhenverstellbare Beobachtungsplattform für bessere Säuresichtbarkeit wurde speziell für die Biosyn-Zuflucht entwickelt. Genau, Säure ziehen nur dann neue Besucher an, wenn sie vor kurzem sichtbar waren. Hyperloop. Anforderungen. Müssen wir jetzt noch forschen? Meine Forschung ist durch. Freistehende Beobachtungsgalerie. Wie um alles in der Welt kommt man denn dahin? Belohnung, Kuppelbeobachtungsgalerie. Holzbeobachtungsgalerie, Beobachtungskuppel für Lagune, Eingangsruhe Beobachtungsgalerie. Hey, lass mal machen. Logistik 16. 11, 16. Mach mal, mal gucken, was das hier bringt. Mehr Gäste, Attraktionsmodule. 9 Logistik. Kriegen wir das noch? Ich stemmt hier. Da. Ja, na dann macht mal. Wir forschen und forschen und forschen. Die sind noch am Sachen machen. Die sind aber gleich fertig. 23 Sekunden. Okay, irgendwie müssen wir hier reinkommen. Hyperloop bearbeiten. Kommen wir irgendwie raus? Warte mal, wo können wir denn anschließen? Wir brauchen irgendein Gebäude, wo wir mit Hyperloop rankommen. Wo waren das? Welches waren das? Irgendein Biosyn-Labor brauchen wir. Kontrollzentrum. Nur einmal bauen. Kann man vom Fossilienzentrum aus dahin? Oder haben wir jetzt hier Müll gemacht?
ein Kampf begonnen. Geil, Klopperei, zeig mal. Schön Ackermatch. Halt an, Junge. Das muss ich sehen. Warte mal. Wollen wir das mal komplett ausmachen hier? Das ist aber eigentlich ganz cool. So. Ist hier immer noch Klopperei oder seid ihr fertig? Hey, ihr macht immer noch. Die prügeln sich immer noch. Aber bei euch könnte mal Rasen gemäht werden, sieht da doll aus. So, schön Klopperei. Und leider kein Jeep in der Nähe. Dann so nochmal. Von der Belichtung her ist halt schwierig, weil sobald du runter guckst, wird es hell. Guckst du hoch, wird es dunkel. Aber ich würde gerne hell haben. Na, seht ihr? Das ist total nervig. Also Lichteffekte ist schwierig. Reißt das Maul aber auf. Das sind richtig kleine Stinkstiefel hier, die Dinger. Ist ja krass. Ja, so. Okay. Na, macht mal. Haut euch mal richtig schön gegenseitig was auf die Backen. Bei drei haben keinen Strom? Was ist mit dir? Wieso haben drei keinen Strom? Du hast keinen Strom. Na, warte mal. Das ist doch gar kein Problem. Da kriegen wir hin. Wir bauen einen Weg und ziehen ihn hier rum. So. Dann alternative Stromnetz, bitte. Ist mit Kabel sogar. Guck mal, können wir schön hier nebenstellen. Hoffe ich. Warte mal, kriegen wir das hier? Kriegen wir das hier schön mit ran? So. Ist das schon mal erledigt. Hier sind Fossilien. Verkaufen, verkaufen. Gallimimus, Gallimimus. Das ist aber ein hässlicher Truthahn. Gallimimus, Gallimimus. Nicht Gallimimus. Gallimimus? 86 können wir zusammenbauen. Was ist mit dem hier eigentlich? Oviraptor. Weiß ich nicht. Wir haben noch 6 frei. Ach komm, ran. Hilft ja alles nichts. Wir brauchen 3 Genetik. Macht mal ihr beide. So. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Du hast keinen Strom? Warte mal, brauchen wir das überhaupt noch? Notfallgenerator. Lass mal abreißen. Spielt da keine Rolle, oder? Du. Aufgabe hinzufügen. Da. Jetzt seid ihr beide halt noch. Verdammt, warte mal. Wie komme ich denn hier an so ein Hyperloop-Ding ran? Kontrollzentrum. War das von hier? Kann ich hier gebaut werden? Wie war denn mit dem Hallo, ich brauche Hilfe? Okay, vielleicht steht hier irgendwas. Nee. Allgemein, allgemein. Strom benötigt. Sichtbare Saurier 0. Lokale Saurieranreiz. Transportbewertung 66. Hyperloop bearbeiten. Wie zum Teufel? Könnte ich hier irgendwo anschließen? Wir müssen ja an irgendein Gebäude ran. Sonst kommen die doch da gar nicht rein, oder? Oder wie? Oder was? Oder muss das hier irgendwo an den Weg ran? Müssen wir das hier irgendwo bauen? Weiß ich nicht. Glaube nicht.
Von Gästen nicht erreichbar, ja. Den sehe ich ja auch. Und wir kommen ja auch nicht mit dem Weg hier ran, oder? Ich glaube, mit der Hyperloop-Geschichte ist Quatsch. Können wir wieder demontieren. Da brauchen wir ein Gebäude, wo wir Zugang von haben. Biosyn, haben wir noch das hier. Kuppelbeobachtungsgalerie. Die Dinger sind fertig. Wir müssen die anderen Sachen für die Vogelkäfig müssen wir erforschen. Na, da sagt doch keiner was. Hier. Aviarium Beobachtungsgalerien. 16 Logistik. So. Was war das hier? Mehr Gäste. Attraktionsmodule. Infrastruktur. Kontrollzentrum, effiziente. Belohnung, palliomedizinische Anlage, Brutstätten, Lagunenbrutstätten, Aviarium, Brutstätte. Zusätzlich, nee. Da sind wir, glaube ich, nicht richtig. Wir könnten hier mit den Genomen noch ein bisschen rumfummeln. Aber dann würde ich lieber auf Dinosaurier gehen. Was ist denn hier noch? Was fehlt denn hier noch? Defensiv müssen wir 3 frei. Oh, nein, komm. Gemäßigt. Dürretoleranz. 2 und 9. Jo. Dann müssen wir das hier auch durchdrücken irgendwie. Hilft da das nicht. 9. Okay. Na, mal gucken. So, hier ist was los. Fossilien ansehen. Plus 30. Dann sind wir bei 72. Könnten wir den auch zusammenbauen. Brauchen wir jetzt aber ein paar Wissenschaftler für. Warte mal, wir können noch mehr holen. Hoho, das ist ja voll geil. Lass mal da bauen. Brauchen die einen Bunker? Die brauchen hinten bestimmt auch einen Bunker, oder? Sag mal. Hat das hier nicht hingepasst? Das war doch gerade blau. Nee, ich will aber eigentlich so rum haben. So, bau mir das bitte. Dann können wir nämlich noch mehr Angestellte anstellen. Das heißt, wir können noch schneller, besser, cooler forschen. Dürretoleranz. Okay. Können wir hier was upgraden? 4 sind frei. Wissenschaftlerkapazität. Speziell. Das ist gut. Wir haben davon doch noch mehr Hütten, ne? Warte mal, hier, ne? Ja, genau. Personalzentrumstempo. Spezial. Wissenschaftlerkapazität. Das ist, glaube ich, bald besser. Machen wir hier auch. Okay. Wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue dazu holen. Das ist gut. Guck mal hier, 8, 2, 2. Rekrutieren. Dann 4, 4, 4. 4, 4, 4. 7, 4, 4. Dann haben wir noch 4, 4, 4. Und hier können wir so noch hochschulen, trainieren. Einen Punkt haben wir noch. Wir machen mal Wohlbefinden. So. Hier war nochmal 4, 4, 4. Hier ist 2, 5, 3. Der forscht gerade. Hier ist nichts. Okay, hier können wir noch was machen. 3 Punkte noch. Hier ist schon voll. Dann machen wir hier nochmal, oder? Wir machen da.
Okay. 2 gehen noch. 4, 5, 4 ist geil. 4, 4, 7 ist auch krass. Ja. So, dann haben wir nochmal ordentlich eingekauft. Dann können wir ordentlich richtig durchforschen hier. Das ist super. Aber wir haben richtig Kohle verballert. Wir waren bei 41 Millionen, jetzt sind wir bei 36. Und wir haben immer noch am Vogelkäfig Janisch gebaut. Ha! Dafür können wir das hier erstmal in Gange bringen. Wir brauchen 3 Genetik. Abmarsch. So. Ich hätte gerne einen Raptor. 6. Du. Okay. So, der Vogelkäfig. Warte mal. Jetzt können wir hier aber auch endlich. Warte mal, was ist denn das hier? Ist wieder Hyperloop. Aber wie kommen wir denn da hin? Was ist das hier alles? Tunnel. Eingang. Yo. Das Ding brauchen wir. Das ist genau das, was wir brauchen. Richtig? Richtig. Das stellen wir nach da. Von da aus? Ja, Leute, passt mal auf. Von da aus, von diesem Eingang, gehen wir in diesen Turm. Und dann gehen wir in... diesen Turm. Und... dann finde ich den Baumstamm hier in der Mitte voll geil. Ich hoffe, dass der einigermaßen hier funktioniert. Gucken wir mal. Und wenn wir das jetzt miteinander... oder ist das wieder... Tunnel ist nicht Hyperloop, richtig? Ja. Ne, das war der andere. Mann, das hat mich schon gefreut. Ja, dann hauen wir die Dinger weg. Und dann haben wir hier trotzdem Eingang dafür. So. Okay, da ist der Eingang. Und hier kann man gucken. Dann brauchen wir trotzdem für den Vogelkäfig... haben wir den noch nicht erforscht? Gleich. Mit circa ziemlich genau 10 Sekunden. Und jetzt. Okay, okay. Hä, warte mal, wo sind die Dinger da? Jurassic Park. Aviarium Beobachtung. Perfekt. Ist genau da, wo ich es haben will. Wir nehmen einen dicken Weg und bauen den da ran. So. Brauchen wir hier eine Toilette? Wäre vielleicht nicht schlecht, oder? In die kleine Toilette. So. Wir haben das Ding. Genom modifizieren. Wir malen die an, wie wir wollen. Ne? Alles zufällig. Kränklich. Jetzt können wir ein bisschen dran rumtunen. Wie viele Punkte haben wir noch? Hier auch noch was. Ja, ja, passt schon. Ja, dann baut den mal zusammen, den Vogel. Boah, 10 Genetik. Macht mal hier bitte. Was will denn der eigentlich? Zeig mal. Mindestbestand 3. Wasser, Fels, Sand und Fisch. Wasser, Fels, Sand und Fisch. Wasser, Fels, Sand und Fisch. Dieser Baumstamm ist geil. Irgendwie gefällt mir der. Den habe ich nämlich auch noch nicht gebaut gehabt. Wasser.
Geht nicht. Mann! Macht da Wasser jetzt? Okay, dann haben wir hier halt Wasser. Fels. Die werden generisch erstellt, Gott sei Dank. Dann von mir aus noch so ein Klumpen hier. Und so ein... Sieht aus wie so ein Flussbett, ne? Da, wo die denn wohnen. Hier noch so einen großen weißen. Warte mal, können wir hier im Wasser was drinstellen? Was coolet? Guckt der dann raus? Ja, so ein bisschen. Wir brauchen hier noch eine Futterstation. Warte mal. Oh. Haben wir da nicht erforscht. Das ist ein Problem. Forschung. Gehege. Futter. Insekten. 1 und 2. Naja, mach mal. Was haben wir hier noch? Wir machen das noch. 5. Machst du. Dann brauchen wir das hier, glaube ich. Versorgt an Land lebende Fischfresser mit Futter. Ja. Dafür brauchen wir aber erstmal ihn. Aber das ist ja kein Problem. Die sind ja schon fertig. Eier auswählen. Wir nehmen alle. Wohlbefinden. Guck mal, jetzt brauchen wir das nämlich. So. Wie sahen das nochmal aus? Wie viel, was war denn der Mindestbestand? 3. Wir haben 4. Okay. Na, mal gucken. Wir machen hier auf jeden Fall ein Schild für das Aviarium. Kein Problem. Aviari. So. Können wir die schon rauslassen? Nö. Forschung ist abgeschlossen, ne? Fossilien anschauen. Die sind... Ah, die sind gleich da. Verdammt, ich kann wieder nicht abwarten. Jetzt. So, was haben wir denn hier? Erstmal Kohle. 90.000. 90.000. 40.000. Was ist das hier? Stimmt. Ein Raptor Civelor. Stimmt, das wollten wir ja haben. 61. Und los. Wir brauchen 3. Und los. Cool. Ich glaube, das läuft. Wir müssen mal schauen. Der Vogelkäfig. La Käfig de la Vogel. So, schwerer Zaun. Die Forschung, die kommt rein. Wir haben 36 Millionen immer noch. Nur noch. Können wir jetzt was verbessern? Immer noch nicht. Können wir das Stromnetz erweitern? Nö. Aber brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht, oder? Strom? Nö, haben wir noch genug Puffer. Okay. So, wie sieht's denn aus hier? Ah, das dauert eine ganze Weile. Ich will die haben. Ich will gucken, ob das reicht mit dem Wasser und alles. Ein paar Sträucher wären nicht schlecht. Sieht so nackig aus, ne? Guck mal, wenn wir das hier so ein bisschen hübsch machen, sieht doch ganz anders aus. Manche wollen richtig Wald und so ein Quark. Die wollen... Ah, warte mal, die wollten Sand haben. Stimmt, ja, da war ja was. Die haben einen leichten Sandfetisch. Da machen wir hier noch ein bisschen Sand. Mag die Blumen. Ja, dann sieht der Vogelkäfig ein bisschen hübscher aus. Sieht wirklich voll cool aus irgendwie. Wie lange noch? 35 Sekunden. So, ist fertig. Dann gucken wir mal. Fels. Ah, Wasser. 60% Wasser. Das ist ein Problem. Das ist richtig ein Problem. Warte mal, die können wir noch nicht freilassen. Oh, wieso können wir denn hier kein Wasser machen? Was soll denn die Kiesekacke? Verdammt, verdammt, verdammt. Mach mir hier Wasser jetzt. Wieso funktioniert denn das nicht?
Die noch da drüben auch. Aha. Ha. Ha, Wasser doch, guck. Cool. Gott sei Dank. Dann schummeln wir uns das Wasser hier wieder weg. Dann haben wir nur Wasser hier drin, ne? Müsste vielleicht... Naja, 60% ist... Ja, schwierig. Komm, wir gucken mal. Vögel! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Schau nur, ein Tsungaripterus. Diese Flugsaurier stemmen mit ihrem gekrümmten Schnabel Muscheln aus dem Schlamm, wie mit einem Brecheisen. Dann knacken sie die Schale mit ihren Zähnen. Für alles gewappnet, was? Streift umher, guck mal, Wasser ist voll geil, passt voll. Hat er genug? Der braucht bloß Fisch. Fisch, 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 Fisch. Wasser ist 94% Wasser, hallo? Ist ja voll geil. Sand hat er, Fels hat er, Fisch braucht er. Na, das kriegen wir hin, pass auf. Dann machen wir davon gleich mal nochmal welche, oder? Wie war denn bestandstechnisch? Kommt das hier einigermaßen hin? Wo sind denn hier die Flattermänner? Hallo? Wo flatulieren sie denn hin? Hallo? Teilnehmer? Da sitzt einer. Bestand 4. Nö, da können wir nochmal ordentlich was reinwerfen hier. Dann machen wir nochmal eine Charge. Davon will ich nochmal ein paar haben. Wir brauchen Genetik 10. Macht man ihr wieder nochmal. So. Wir können... Können wir das jetzt bauen oder müssen wir das erforschen? Wir müssen das erforschen, ne? Ja. Was ist denn das hier? Schwerer Zaun, okay. Ne, wir machen das. Wir brauchen 4 und 9. Ne, machen wir das anders? Machen wir so. Okay, das dauert jetzt wie lange? Futterstütze 2 Minuten? Boah, hat sie verschlechtert. Warum? Was ist da los? Du wird schon wieder dunkel, ey. Da kannst du wieder keiner zählen. Verdammte Hacke. Und der Vogelkäfig sieht so geil aus. Ach, Mano. So, was hier? Komm mal her. Mhm. Wir machen das. So. Dann würde ich sagen, schicken wir den gleich mal los hier. Gallimimus, Raptor. Raptor. Ach komm, wir machen da nochmal. Können wir Gallimimus eigentlich zusammenbauen schon? Zeig mal. Gallimimus! Ja, geht. Haben wir aber gerade losgeschickt. Okay. Leute, die nächsten sind Gallimimus und Raptoren. Was ist denn hier dino-technisch eigentlich Phase? Wir müssen hier unbedingt noch weiterkommen. Ah, um das hier zu kriegen, lasse 3 Dinosaurier mit dem Merkmal defensiv frei. Das ist doch Käse. Mann, Ankylosaurus wäre doch voll geil. Das können wir machen. 3 und 12. Macht mal. Fleischfresser müssen wir ordentlich loslegen hier, dass wir vorankommen. Wer ist er? 12. So. Das würde noch gehen. Mach mal. So, was haben wir hier noch? Das ist alles nicht mehr machbar für uns. Schade. Ja, Wasserviecher wären halt auch cool. Aber das ist halt wieder... Puh, Leute. Okay, wir haben Flugsaurier. Dino-Dinger, irgendwas sowas in der Art. Mit Flügel dran und so. Die fliegen rum und sind dumm. Futterstation für Fleischfresser. Ich hoffe, dass wir die hier reinstellen können. Das ist richtig wichtig, sonst verhungern uns die Onkel. Das ist einfach nicht cool. So, wie viel haben wir hier nochmal? Nochmal 6. Wir nehmen alle. Macht mal ihr bitte. So. Okay. Ist das fertig? Gehege. Noch. Hä, wat? Noch eine Minute.
2, 1. Und jetzt, let's go. Da. Ach du Schande. Echt jetzt? Das ist ja riesig. Der Stein muss weg. Können wir das jetzt bauen? Macht mir keine Schande. Ach Gott sei Dank. Tada! Warte mal, dafür kriegst du hier hinten neue Steine. Ist eh dunkel, wir können eh nichts machen. Ein bisschen Dekoration, so, dann passt das schon. Oh, da ist ein großer Stein, ein kleiner Stein, so. Und eine eine hübsche Stein, guckt hoch etwas, so, warte mal. Ja, wobei, warte mal, wenn wir hier einen Stein hinstellen, dann nimmt der Lebensraum weg, richtig? Ich glaube, ja. So, guck mal, und schon sind sie am Rumschnabulieren hier unten. Die sind auch gleich fertig, das ist voll geil. Jetzt müssen wir nur Geld verdienen. Jetzt dann ständig nach oben, weniger als im letzten Monat. Das ist ja kacke. Warum? Warum? Warum, warum, warum? Ja. Hier ist Schutzraumabdeckung schlecht, ne? Gäste. Schutzraum ist hier gar nicht. Ist gar keine Abdeckung. Das müssen wir ändern. So. Besser jetzt. Es war wahrscheinlich den Besuchern egal, weil das ist ein Personalweg. Warte mal, der hier hinten kann doch weg. So, viel besser jetzt. Warte. Hatten wir hier einen breiten Weg? Warte mal. Nee, den. Was fehlt hier? Warte mal, Weg. Ach, ist voll, ne? Die Auslastung. Naja, warte mal, hier ist doch Aviarium. Können wir hier irgendwie noch was ändern? Verbindung bearbeiten, Gebäude bewegen, nö. Dekoration. Wir wollen ein Aviari hier. So, Expedition zurück mit neue Knochen zu machen, auspacken. Gallimimus, Gallimimus, Gallimimus. Dann sind wir bei 100, das ist geil. 3. Und los. Cool, dann haben wir das Genom vollständig. Warte mal, wir haben mit den Dinos rumgeforscht, ne? Ich hätte gerne mehr. Gib mir alles. Defensiv. Stegosaurus wäre auch richtig geil. Ist halt Jurassic Park-like. Ja, müssen wir eigentlich haben. Achsen. Ach du Schande. Habe ich irgendeinen, der richtig krass ist noch? So? Ja. Na, dann macht mal. Ach Gott, den hört ja nicht auf hier. Da? Brachiosaurus gibt's hier. Müssen wir machen. 12. 10, 10, 12. Los. Voll geil. Na, den brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich will hier Fleischfresser. Ich will einen T-Rex haben. Verdammte Hacke nochmal. Erfordert Erforschungspunktknoten. Große Fleischfresser. Besitze einen Saurier mit mindestens 3 gewonnenen Kämpfen. Och, nö. Nö. Warum denn? Egal, komm. Dann forschen wir uns noch mal ein paar Dino-Ausgrabungsplätze frei. Und dann lassen wir hier noch ein paar Dinos frei. Raus damit. Tada! Auf zur Flugstunde, mitten in der Nacht. Voll geil. Warte mal. Der Baumstamm, da will ich rinnen. Ansicht zeigen. Guck mal, hier sind wir drin in dem olle Ding. Kamera wechseln. Q und E. Achso, linke Seite, rechte Seite. Hä, wie geil. Und können wir hier in jede Jägerin bauen, das Ding, oder was? Das sehe ich aber.
Wie war das denn hier? Ich finde den Baumstamm eigentlich voll hübsch. Und den Yin-Yang, den kloppen wir nach hier draußen. Geht natürlich nicht. Geht ja wohl. So. Na siehste. Dann baut mal. Hier ist wieder voll die Karawane am Start. Ehre. Aber bei euch ist alles tippitoppi hier hinten, oder? Seid ihr zufrieden? Ja, ihr seid wunschlos glücklich. Ihr wollt nichts außer in Ruhe lassen werden, ich weiß. Cool, cool. So, die Sonne geht auf. Und der Park ist, glaube ich, am Laufen. Sind die schon wieder da? Nee, wir sind noch am Machen, ne? Eine halbe Minute. Und dann wäre Gallimimus perfekt. Gallimimus. So, jetzt sieht hier schön das Licht an. Oh, ich mag das hier drinnen voll. Die Atmosphäre ist schön. Schöner Käfig. Gut, Leute, das war's für heute. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um Gallimimus und Velociraptor. Wir können ja mal gucken. Das Raptorengehege würde ich vielleicht wirklich separat irgendwo hinbauen. Ja. Ist die Frage, wohin? Weil ich würde ja gerne den Weg hier immer rumbauen um den See. Wir sind ja hier schon stark dabei. Also der Park kann noch ein bisschen erweitert werden. Hier ist noch ein bisschen Potenzial. Brachiosaurus hier unten vielleicht mit Triceratops zusammen oder so. Und hier müssen wir auch noch irgendwas drin werfen. Ja, dann wäre hier unten auch noch, ne? Katastrophengebiet frei zum Bebauen, eigentlich. Müssen wir mal schauen. Da kommt ein Hubschrauber. Okay. Hey, aber irgendwie ist cool. Also, gefällt mir. Ne? Also, die fahren hier so stumpf einfach den Weg zurück. Aber hier, mang den die Hegen, ist schon Party hart. Cool. Vor allem hier, ne? Schön die Sahara-Karawane. Immer durch den Sand. Dann werden sie die Jagd. Geil! Schön. Oh. Oh, 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 oh. Würfelnde Autos? Sehr gefährlich. Ich hoffe, es sind alle angeschnallt. Nein, fahr doch da nicht rein. Du hältst den Verkehr auf. Sei doch... Ach, ja, genau. Sei doch nicht dumm. Aber wenn du mal so guckst hier... Guck mal, Besucherzentrum mit dem Vogelkäfig dahinter. Das ist voll schön. Da ist die Tür offen, Jungs. Ach, Hütet Parkpersonal ist so schwierig zu kriegen, Leute. Was willst du machen? So, aber beim nächsten Mal mehr, Freunde. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch. Und renn ihr haut.